Alter, was geht ab, Leute? Hier. Es gibt jetzt Malatang. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, chinesischer Hotpot, neuer Hype. Wobei, der ist eigentlich auch schon wieder ein bisschen älter, aber der Laden hat jetzt nochmal was Neues. Und ich teste momentan alle Malatang in München. Das ist sehr zwiegespalten. Manche Leute halten es und lieben es richtig. Die anderen denken sich, was soll das? So wie ich. Ich denke mir, was soll das? Aber die haben klasse chinesische Desserts jetzt. Die müssen wir unbedingt abchecken. Hier, das ist neu. Let's go, let's go. Ja, das, weil ich eh hier bin, aber dafür sind wir hier, Leute. Schön, das ist echt sehr schön. Cool. Schaut, Leute, so ist das. Ihr könnt euch hier so ein, wie heißt denn das, Eimer-Topf nehmen. Schüssel. Und dann könnt ihr eure Zutaten befüllen, was ihr haben wollt. Und die kochen euch das dann. Und das wird dann je nach Gewicht. Pro 100 Gramm kostet es so und so viel berechnet. Schaut, Leute, der ist süß. So, schaut mal, Leute. Ich habe aus meinen Fehlern die letzten Male gelernt. Keine Nudeln, kein Gemüse, nur das geile Fleisch, bisschen Tofu. Das war's. Mehr will ich gar nicht. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, Leute. Zum Glück habe ich eine Chinesin am Start. Die hat irgendwas geregelt. Ihr kennt es von Hotpot, hier könnt ihr eure Soße noch zusammenstellen, so wie ihr es haben wollt. Da gibt es immer so ein paar TikToks-Reels mit so geheimen Soßen-Hacks. Die Kollegin ist fleißig am Filmen hier. Da haben wir es. Das ist von der Kollegin. Das haben wir auch neu. Da bin ich auch gespannt. Ja, danke. Hm, okay. Oh, geiler Hintergrund für euch, Leute. So. Ich bin sehr gespannt darauf. Also ich will meinen Überkrass, ihr wisst, Milk Teas und da ist so Zeugs drin. Also ihr könnt sich auch direkt zweiten Schluck. Rote Bohnen, richtig geil. Der ist geil. Rote Bohnen, Perlen, starker Mischstück. So, das ist meine Brühe. Die denken sich auch, was ist das für ein Baba? Keine Nudeln, kein Gemüse. Aber das ist erfahren, Leute. Hm? Wenn ihr Hotpot essen geht, dann esst ihr eigentlich auch nur das Fleisch. Ab und zu ein bisschen Gemüse. Aber hauptsächlich geht es nur um das Fleisch. Reintrinken, bisschen Alkohol trinken und dann das Fleisch. Die Gesellschaft genießen. Und hier ist halt, da fällt das alles weg. Da werden meiner Meinung nach die schlechteren Zutaten, die man normal bei Hotpot nicht isst, hochgehypt. Such dir einen neuen Tisch. Wir haben keinen Platz mehr hier. Nein, nur das da. Nur fürs Hotpot. Okay, okay. Und? So wie jeder von dem ist. Das Gleiche. Ja, aber wie willst du auch großartig anders sein? Aber ist die Brühe irgendwie anders? Wahrscheinlich, bisher hatte ich immer unterschiedliche Brühen. Ja, ich würde schon sagen, das ist die beste Brühe bisher hier. Die Sache ist aber, die Brühe an sich ist halt schlechter als eine Nudelsuppenbrühe. Ja, klar. Oh, ja. Danke. Aber im Grunde genommen ist es ja jetzt eine Nudelsuppe geworden. Okay, ich habe jetzt keine Nudeln. Aber ihr habt ja jetzt eine Schüssel für euch, die ist nur für euch, mit Zutaten drin. Also im Grunde genommen eine Nudelsuppe. Und dafür ist zum Beispiel ein normaler Ramen intensiver, mächtiger. Man muss halt nur wissen, welche Zutaten man mag und welche nicht.
Ich habe Shrimps, Tofu und Fleisch. Und Kartoffeln. Ist aber jedes Fleisch so. Wir haben Nachspeise schon mal bekommen. Underwhelming. Aber wie soll es krasser aussehen? Also, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das kann, also nachdem ich das gegessen habe, kann das glaube ich ganz gut sein. Das auch. Das wollte ich eigentlich bestellen. Das wollte er bestellen. Weil das so House Specialty ist. Nein, weil es schon eine Ausstieg ist. Ich wollte eigentlich Green Bean Soup bestellen, was man in Asien im Sommer ja viel lieber als kalt ist. Aber naja. Das Fleisch kann man schon mal nicht essen. Man kann es essen. Also allgemein jetzt geht nicht vom Fleisch. Nach drei Läden kann ich euch sagen, Leute, ich werde kein Marathon-Fan und ich werde dieses Konzept nicht verstehen. Also wie man das einer normalen Nudelsuppe oder einem normalen Hotpot bevorzugen kann. Aber das ist ja so ein Zwischending. Nee, normaler Hotpot ist viel geiler. Viel geiler? Gegessen, Leute. Ich habe auch noch das Fleisch von der Dame gegessen. Hat sie jetzt nicht so überzeugt. Bisschen zäher, ist nicht so wie Hotpot-Fleisch, so schön zart. Aber wir sind Barbaren. Fleisch ist Fleisch. Ja, du nicht, aber ich. Wir sind Barbaren. Ich. Ich und meine Community. Ich liebe Jai. Und das ist eigentlich chinesisches Jai. Also. Okay. Ich glaube, das ist der Jai. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Fruchtiger. Wilder, mehr Gelees. Zu mangolastig, aber das ist Geschmackssache. Fresh. So heißt das Gericht. Mango. Also, das ist Coconut Mango Sago, heißt es. Und Sago sind die Perlen. Perlen sind immer gut. So geil. Das ist diesen schwarzen Reis, nicht nur der roten Bohnen. Das musst du wieder hin. Nachspeise ist top. Nachspeise haben die du. Nachspeise ist auch unique. Das ist das einzigartige München. Malapern, da spalten sich die. Wie heißt das? Da spalten sich die Geister. Und zufällig habt ihr hier zwei, die es nicht feiern. Was für ein Zufall. Gar nicht mehr voll. Oh no.
Vor allem, weil die anderen zwei echt stark waren. Und dann kommt der da um die Ecke. Ich habe den eigentlich abbestellt, ne? Und der hat mir den wieder aufgetränkt. Mein Gott, davon habe ich kein Foto von oben gemacht. Du? Nein. Ich habe ein Dings gemacht. Das will ich mir angewöhnen, Leute. Immer Foto von oben. Bei dem habe ich es gemacht. Aber bei der Nachspeise nicht. Also, was ist das Fazit? Kommt zuerst mit die Nachspeise. Nachspeise. Also, bei mir wird alles heute ein Video und aus dem Video zwei Reels. Ah ja. Ist es besser, das oder das? Das. Malatang! Chinese Mini Hot Pot! Ja, taugt mir gar nicht, aber werdet ihr in dem anderen Video nochmal ein bisschen mehr darüber erfahren, wie mir das gar nicht taugt. Und das ist so viral gegangen, so ein Trend, geht gar nicht fit, Mann. Aber ich bin auch für die Desserts gekommen, die sind top und der Laden bietet halt auch Malatang noch mit an, ja. Check ich nicht, Leute, aber Desserts findet ihr so nirgendwo sonst anders in München. Hammer! Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab von mir. Gehen auf Instagram, TikTok, meinem nicht aktiven Zweitkanal der Mine, wo ich demnächst aber ein Video hochladen muss. Ich muss mir nur überlegen, was. Aber vertraglich muss. Serious Business und ciao.